Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Europa ist ja nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern eben auch ein Raum der Sicherheit, des Rechts und der Freiheit. Diese Freiheit zu bewahren, ist natürlich auch eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, denn natürlich können Konflikte und Kriminalität Ländergrenzen auch mal überschreiten. Eine schnelle und effiziente Zusammenarbeit von Nachbarländern ist deswegen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vom Grundsatz her unerlässlich. Und deshalb ist dieses Abkommen nicht nur ein wichtiger Baustein, sondern auch ein längst überfälliger Schritt. Denn der bisherige Polizeivertrag zwischen Deutschland und Polen stammt aus dem Jahr 2002, also hat auch einer dringenden Überarbeitung bedurft, weil er aus einer Zeit stammt, als Polen weder Mitglied in der Europäischen Union noch an den Schengen-Regelungen teilgenommen hat. Dabei kann das gemeinsame Abkommen auf eine solide Basis aufbauen. Seit 2007 existiert schon das gemeinsame Zentrum für die deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Schwetych. Den Kolleginnen und Kollegen, die hier unermüdlich im Einsatz sind, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz ausdrücklich danken. Dieses Zentrum hilft dabei, grenzüberschreitende Operationen durchzuführen, Ressourcen zu bündeln, Sprachbarrieren zu überwinden sowie die Aufgabenerfüllung insgesamt auch viel effektiver zu gestalten. Allein schon das Wissen um Ansprechpartner bei den Nachbarn erleichtert ja auch Prozesse, die ansonsten sehr, sehr langwierig wären. Vor allem die gemeinsamen deutsch-polnischen Streifendienste, die ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden sind, sind ein greifbares und sichtbares Symbol. Bei aller Kooperation ist es dabei aber unerlässlich, dass die Verfahrensgarantien für Verdächtige in beiden Ländern umfassend gewahrt bleiben. Natürlich gibt es bei der Zusammenarbeit auch Probleme. Wir haben es hier schließlich mit unterschiedlichen Strukturen im Staatsaufbau zu tun, mit verschiedenen Sprachen, auch mit unabhängigen Rechtsordnungen. Während zum Beispiel das Fahren ohne Fahrerlaubnis bei uns eine Straftat ist, ist es in Polen nur eine Ordnungswidrigkeit. Dass nun auch bestimmte Ordnungswidrigkeiten in dem neuen Polizeivertrag mit umfasst sind, ist deswegen auf jeden Fall positiv. Aber ich habe mich genauso wie Frau Jelpke darüber gewundert, wie es denn sein kann, dass zum Grenzgebiet auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland nun die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen in ihrer Gänze dazugehören sollen. Das scheint mir doch räumlich eine ziemliche Ausdehnung des Begriffs Grenzgebiet zu sein. Abkommen und institutionelle Zusammenarbeit bleiben aber eine leblose Hülle, wenn man die Bürgerinnen und Bürger dabei nicht mitnimmt. Deswegen muss man sich auch der Polemik gegenüber vermeintlich massenhaften Straftätern aus Polen auch ganz klar entgegenstellen, weil Kriminalität funktioniert nun mal in beide Richtungen. Allein die Feststellung, dass es einen Anstieg an Diebstählen von Kraftfahrzeugen, Landmaschinen und Fahrrädern im Grenzgebiet gibt, heißt ja noch lange nicht, dass alle Täter aus dem Nachbarland kommen. Im Übrigen kommt es ja auf polnischer Seite auch zu Straftaten durch Deutsche. Und kriminelle Täterbanden in der Region setzen sich oft sowohl aus Deutschen, Polen und auch aus Litauern zusammen. Also der klauende Pole ist und bleibt einfach ein plattes Klischee. Es ist wichtig, dass bei dem neuen Polizeivertrag, dass es dabei eben nicht nur bei guten Absichten bleibt, sondern die deutsch-polnische Zusammenarbeit auch durch ausreichende Stellen und Mittel abgesichert wird. Denn schon jetzt gehen die Beamtinnen und Beamten in diesem gemeinsamen Zentrum auch an ihre Belastungsgrenzen. Und an technischer Ausstattung mangelt es zum Teil ebenfalls erheblich. Die Landespolizeibehörden dürfen sich hier zwar nicht aus ihrer Verantwortung stehlen, aber sie sind nun mal an den Grenzen auf die Unterstützung der Bundespolizei angewiesen. Anstatt die Bundespolizei also mit sachfremden Aufgaben wie beispielsweise mit der Bewachung der Goldreserven zu betrauen, sollten wir sie doch lieber in ihrem Kerngeschäft stärken. Ein Punkt ist mir noch sehr, sehr wichtig. Polizeiliche Einsätze an den Grenzen dürfen nicht dazu führen, die Schengen-Regeln auszuhebeln und verkappte Grenzkontrollen durch die Hintertür einzuführen. Kontrolliert werden darf nur verdachtsabhängig. Alles andere bricht das Recht und den Geist Schengens. Und es gibt in diesem Abkommen vielleicht auch noch ein paar andere fragwürdige Vereinbarungen. Die sind ja hier auch schon verschiedentlich angesprochen worden. Daher wäre es natürlich gut gewesen, wenn das Abkommen nicht schon bereits unterzeichnet wäre, sondern wenn der Bundestag bei der Erarbeitung irgendwie beteiligt worden wäre. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Günther Baumann von der CDU/CSU das Wort.